Hallo, mein Name ist Daniela Beil und ich lese euch heute vor aus dem Buch Leo Lausemaus. Die Geschichte heißt Leo und die bunten Blätter. Als Leo Lausemaus und seine Freunde sich im Kindergarten gerade ein wenig langweilen, hat die Kindergärtnerin eine Idee. Hört mal, Kinder, wir sammeln draußen einige Blätter vom Boden auf. Seid schön vorsichtig, wir haben damit noch etwas vor. Gespannt laufen alle hinaus in den Innenhof des Kindergartens. Sie entdecken Blätter in vielen verschiedenen Formen und Farben. Leo findet ein rotes, rundes Blatt und Tessa und Fipsi finden große, hellgrüne Blätter. Kurze Zeit später gehen die Kinder wieder nach drinnen. Als alle sich im Gruppenraum versammelt haben, holt die Kindergärtnerin Küchentücher und einige dicke Bücher. Ein Buch schlägt sie in der Mitte auf. Was hat sie wohl mit diesen Sachen vor? Ich zeige euch jetzt, wie man Blätter presst, sagte sie und legte ein Blatt zwischen die Küchentücher. Dann steckt sie es zwischen die Seiten des Buchs und klappt es wieder zu. Wir lassen das Buch nun eine ganze Weile trocknen, erklärte sie fröhlich. In 2 Wochen könnt ihr eure Blätter bewundern. Nun beginnen alle Kinder ihre Blätter zu pressen und die Kindergärtnerin erzählt, warum das Laub für die kleinen Tiere wichtig ist, die darin herumkrabbeln. Kleine Käfer, Molche und Regenwürmer suchen Schutz im Laub, wenn es draußen kälter wird, sagt sie. Leo hört gut zu. Er wusste gar nicht, wie wichtig die Blätter sind, wenn sie von den Bäumen fallen. Als die Mama ihn vom Kindergarten abholt, bleibt er ständig stehen. Leo entdeckt nämlich auf dem Nachhauseweg ganz viele interessante Gräser und Blätter am Wegesrand. Vielleicht ist ein lustiger Käfer unter den Blättern, den würde ich gerne mal sehen, ruft Leo. Doch die Mama will sich beeilen, weil sie vor dem Mittagessen noch einkaufen muss. Du kannst nach dem Essen auf dem Spielplatz noch Blätter schauen, schlägt sie vor. Leo strahlt. Die Idee ist wirklich gut. Gleich nachdem er seine Käsesuppe aufgegessen hat, flitzt Leo auch schon mit der Mama zum Spielplatz. Heute überlässt er die Schaukel und die Rutsche den anderen Kindern. Stattdessen läuft Leo zu den Bäumen am Rand des Spielplatzes. Unter den Bäumen geht er in die Hocke. Hier liegen jede Menge bunte Blätter. Und wenn man genau hinhört, ist darunter ein ganz leises Rascheln zu hören. Auf einmal sieht Leo ein paar Ameisen, die unter den Blättern entlanghuschen. Oh, und was hast du dort Tolles entdeckt, Leo? Die Lausemaus hat ein kleines Steinchen aufgehoben. Es ist so schön gemustert und dort liegt eine glänzende braune Kastanie. Ein Stückchen weiter findet Leo 3 Eicheln. Sie sehen lustig aus mit ihren kleinen Hütchen. Wie kleine Waldmännchen, die auf dem Boden ein langes Schläfchen halten, murmelt Leo. Die Mama hat ihn vor einer Bank aus zugesehen und möchte nun nach Hause gehen. Da hat Leo mal ausnahmsweise nichts gegen. Er will nämlich der Mama und dem Papa unbedingt seine Schätze zeigen. Der Papa hat sich gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht, als Leo und die Mama zur Tür hereinkommen. Guck mal, was ich alles gefunden habe, ruft Leo. Auch die Mama ist neugierig und setzt sich zu dem Papa aufs Sofa. Leo zeigt ihnen seine Steinchen, die Kastanie, die Eicheln und einige bunte Blätter, die er mitgenommen hat. Es sind ja noch genug andere Blätter für die Ameisen und die Käfer da draußen, sagt er. Sehr schön, findet der Papa und die Mama freut sich auch.